So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in Amsterdam. Wie man unschwer erkennen kann, glaube ich, an den ganzen Fahrrädern und dem vielen Wasser. Ich habe meine X gerade abgeholt und ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich, denn ich durfte nicht filmen bei Super 73. Er war ein bisschen angepisst, weil ich war drinnen und das war relativ voll dort, also es waren ein paar Leute da und dann habe ich irgendwie ein Fahrrad, ich glaube noch nicht mal gefilmt, so fotografiert und dann meinte er ja, ob er mir helfen kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte ein Fahrrad abholen. Und dann sagt er, warum ich denn filme? Da ich sag, naja, das sind halt schöne Fahrräder. Ja, und dann meinte er halt, ob ich denn dafür eine Erlaubnis hätte. Da ich gesagt, ja, nee. Also, ich hätte sowieso gefragt, aber es war halt auch keiner da. Und ja, da war irgendwie angepisst schon. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, darf ich denn filmen? Dann meinte er, ja, nee. Da ich gesagt, okay. Also durfte ich nicht da drin filmen, weil er meinte, das wäre wohl nicht so gern gesehen. Keine Ahnung, ob das jetzt wegen mir war, weil ich vorher gefilmt habe. Oder ob das generell so ist, ich habe keine Ahnung. Fand ich ein bisschen enttäuschend, weil die hatten echt ganz coole Bikes dort. Aber gut, so ist es halt. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt in Amsterdam unterwegs. Mein Vater hat sich so ein normales Fahrrad geliehen. Der fährt hinter mir gerade. Und wir fahren da. Oder? Und es ist schon echt krass, wie viele Fahrräder hier rumstehen. Ich dachte mir, das wäre so ein Klischee eigentlich. Also was ich auf jeden Fall jetzt schon merke ist, dass die Beschleunigung echt wesentlich langsamer ist als bei meinem ZX, was echt ein bisschen komisch ist, und dass die Bremse schon wieder schleift. Wie man, glaube ich, unschwer hört, vorne. Also die ist halt nicht eingestellt. Das Ding war fertig zusammengebaut. Ich habe es halt nur abgeholt jetzt, war auch ein bisschen geladen. Also ich habe, glaube ich, 13 Meilen sogar. Ich glaube, es ist auch noch nicht richtig eingestellt. Muss ich alles mal machen. Aber durch die Federung, ey. Das ist schon richtig geil damit, selbst hier in der Stadt zu fahren. Aber mir fehlt tatsächlich Beschleunigung. Ich habe auch schon das App-Update, also die Firmware geupdatet vom Fahrrad, hat aber auch nichts gebracht. Also mein ZX zieht auf jeden Fall die ganze Ecke mehr an. Ich fahre halt wieder einen ganz normalen Mode 1, Pedal Assist 4. Aber es sieht halt so geil aus, ne, wenn es noch sauber und frisch ist. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, by the way. Wir müssen links. Die Ampeln sind schon ganz schön laut hier, ne? Die Ampeln sind schon ganz schön laut hier. Ich glaube, wir suchen jetzt erstmal ein Plätzchen irgendwo am Wasser, da wo wir eben lang gefahren sind. Können wir erstmal ein Käffchen trinken. Das sieht schon besser aus. Also es ist schon gut Verkehr hier. Weniger Autoverkehr, dafür viel mehr Fahrradverkehr. Aber hier müssen wir auf jeden Fall eine Woche Urlaub machen. Hier gibt es schon super viel zu erkunden.
hat schon was hier. Mit den kleinen Dingern und so. Aber ein Fahrrad hier nach dem nächsten. Wahnsinn. Also ich glaube wirklich, wenn wir den Van haben, Amsterdam wäre so das erste Ziel, das ist nicht so weit. Wir haben so gute 3 Stunden gebraucht bis hierhin. Ich schätze mal mit dem Hund hier, der hat wahrscheinlich auch Spaß. Also die Federung ist schon mega, wirklich. Ich spüre so gut wie gar nichts. Es wackelt halt so ein bisschen. Aber bei dem ZX da, da merkst du halt wirklich jede Welle dann direkt im Hintern. Und hier ist es echt super chillig. Wie gesagt, nur die Beschleunigung geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich hoffe, dass das nochmal irgendwie per Update verbessert wird. So, musst du links hier, Peter. Ich glaube, da darf man nicht lang. Die gelben Schilder. Da darfst du sonst nicht lang, wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Wie lange bist du kein Fahrrad mehr gefahren? Auf jeden Fall so lange, dass ich nicht mehr. Ja, du hast kein E-Bike, ne? Das ist halt auch schade. Jetzt können wir uns ein bisschen die Stadt angucken. Wenigstens können wir uns ein bisschen die Stadt angucken. Siehst du zumindest mehr, als wenn du jetzt zu Fuß gehen würdest. So, hier haben wir mal Zentrum eingegeben. Mal gucken, wo da rauskommt, ob wir da schon waren. Ich habe leider meine Halterung nicht mitgenommen. Wäre jetzt auch ganz gut gewesen. Aber ich habe auch tatsächlich schon 3 andere Super 73 Fahrer gesehen. Die Dinger sind hier auf jeden Fall mehrere verbreitet, was auch Sinn macht. Ganz witzig. Weil die mal so in freier Wildbahn sieht. Das ist mega schön hier. Allein wie viel Wasser hier ist, die Bepflanzung. Innenstadt halt viel Verkehr, also viel Fahrradverkehr. Weiß nicht, ob ich das irgendwann nerven würde. Ich fahre jetzt extra langsam, aber wenn ich hier schneller fahren würde, weiß ich nicht. Jetzt sind wir, glaube ich, richtig in der Innenstadt.
Da sieht man derbe nach Hauptstraße aus. Wir sind jetzt hier am Bahnhofsgelände bzw. Hafending auch eben. Ich habe keine Ahnung. Dieses komische Gebäude da auf jeden Fall, dieses dreieckige, schiffsbugmäßige, das ist auf jeden Fall ein Museum. Nemo Science Museum heißt es, glaube ich. Was ich gelesen habe gerade. Ja, auf jeden Fall, also Amsterdam steht jetzt ganz oben auf meiner Liste. Hier mal so 2-3 Tage verbringen, ein bisschen Fahrrad fahren, also richtig. Wir fahren jetzt einfach nur so just for fun durch die Gegend. Wir fahren jetzt in den Park, Käffchen trinken, hier auch diese ganzen kleinen Läden und so. Was mir auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass das Fahrrad sich tatsächlich schwerer anfühlt. Kann ich nicht beschreiben. Also wirklich, wenn es anstrengend ist zu fahren, aber es fühlt sich irgendwie schwerer an. Ich bin so gespannt, wie das im Wald sich verhalten wird. Hoffentlich können wir das morgen, also ich fahre morgen auf jeden Fall. Gucken wir, ob die anderen mitkommen. Au! Wow! Das war die Felge. Zwischen Webern zuhören. Ah, oh, shit, das ist echt ein Zoo. Fuck. Ziel erreicht. Ach, schade. Sah so schön grün aus auf der Karte. Nee, ich würde sagen, dann fahren wir jetzt erstmal wieder Richtung da, wo wir hergekommen sind, dass wir nicht zu weit rauskommen. Wolltest du hier mitfahren? Wir können gerne tauschen. Nee. Fahr mal damit. Du kannst übrigens hier mal fahren, komm. Stell ab. Also hier hochschalten an dem Kleinen, genau. Und hier runter. Richtig. Ganz gut. Ja. Da geht er hin. Oh Gott. Eine Runde Analogfahrrad. Alter Schwede. Oh, das ist aber ungemütlich, ey. Mein Gott. Ja, ich kann gerne weiterfahren damit. Ist schon heftig mit dem Drahtesel. Ja, komm, fahren wir da weiter. Ja, das glaube ich. Das ist aber ungemütlich, ey. Meine Fresse. Ich habe mir das Gefühl, dass ich hinten runterrutsche. Ach so, müssen wir lang jetzt. Ach so, wir sind ja von da gekommen, ne? Ja, wir fahren eigentlich hier mal geradeaus, glaube ich. Hier nirgendwo irgendwelche E-Bikes zu vermieten haben, wie bei uns. Also da stehen ja wirklich einige rum bei uns. Wie halt auch E-Scooter. Aber E-Scooter habe ich echt keine gesehen bis jetzt, ne? Ah, vielleicht ist es verboten. Kann sein. Ah ja. Oh, sie hinten. Gott. So, wo sind wir jetzt? Boah, ab in den dritten Gang hier. Erstmal hochschalten. Ach, guck mal.
Wir sind schon wieder da. Hä? Okay. Ja. Das ist ja lustig. Ja, dann gehen wir was ab. Das war jetzt Zufall, wirklich. Ich hätte gedacht, es wäre weiter. Ja, haben eine Runde gedreht jetzt scheinbar. Auch nicht schlecht. Ja, schön. Ja.